Und damit, yo Leute, was geht ab? Marvin Hilke mal wieder hier und willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, in den letzten Monaten, wo ich kein Video gedreht habe, hat sich einiges noch getan an meinem Frühstück. Wie ihr vielleicht noch wisst, habe ich da immer diese Nuss-Nougat-Creme da genommen, diese vegane. Die hat ja auch viele Kalorien gehabt, war ja auch alles top soweit, aber ich habe mich so daran überfressen, ich konnte die Dinger nicht mehr sehen. Ich hatte einfach wirklich gar keinen Bock mehr drauf, ich habe mich wirklich einfach typisch überfressen halt davon. Jetzt habe ich aber mein Frühstück wirklich zu einem Großteil, würde ich sagen, umgestellt. Mittlerweile hat mein Frühstück einfach 1600 Kalorien. Also das ist ein richtiges Masse-Frühstück. Klar, das Ganze ist wirklich High-Fat. Also der Fettgehalt ist nicht wirklich weit unten, der ist eigentlich schon sehr hoch. Ich sage euch ganz ehrlich, ich fahre damit gut, ich fühle mich gut dabei. Ich bin nach dem Frühstück immer richtig voll, das ist klar. Aber ich habe diese Trägheit nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ne? Vielleicht einfach... Weil ja, wenn ich eine geile Sau bin, ne? Auf jeden Fall funktioniert es bei mir. Ich bin danach wirklich pappensatt. Also ich bin wirklich voll. Wie gesagt, 1600 Kalorien, die dürfen, da darf man sich auch mal ein bisschen voll fühlen. Und ich kann euch auch mal in einem anderen Video irgendwann einfach nur ganz genau zeigen, was das Frühstück ist. Und dann könnt ihr euch das einfach mal nachmachen, weil es ist halt auch zum Großteil gesund. Und das ist ja dann die Hauptsache. Da hast du auf jeden Fall schon mal viele Vitamine und Mineralstoffe gesaved am Morgen. Und da kann man natürlich so optimal in den Tag reinstarten. Und ganz besonders ich. Weil ich ja dann, wenn ich dann arbeiten gehe und morgens Frühstück habe, dann brauche ich halt viel Energie und 1600 Kalorien, 50 Gramm Eiweiß und über 100 Gramm Kohlenhydrate bieten sich da natürlich optimal für mich an. Ne? Und natürlich auch eine gewisse Energiekapazität an den Tag zu legen, ne? Damit ich nicht halt direkt nach einer Stunde außer Power bin. Ne? Auf jeden Fall, Freunde, hatte ich jetzt noch geplant, dass ich jetzt erstmal hier gleich meine Subs nehme. Eben noch hier entspannt im Hintergrund, wie man sich das Video zu Ende gucke. Und dann wollte ich euch gleich noch mit ins Gym mitnehmen. Weil bei meinem Training hat sich auch einiges wieder geändert, aber mit dem Training bin ich ja sowieso immer eigentlich ein bisschen, kann man sagen, ich ändere das mal gerne, wenn ich merke, yo, das könnte ich besser machen, das könnte ich besser machen, das würde mehr zu meinem Lebensstil passen oder so, dann ändere ich den auch mal gerne. Und deswegen würde ich sagen, ich zeige euch nachher noch ganz entspannt eben mein Training und jo. So kalt ist es eigentlich gar nicht. Ich dachte, es wäre kälter. Die Tage war es nämlich wieder richtig kalt eigentlich. Also auch tagsüber. Aber jetzt geht's eigentlich. I look at people and I wonder all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss. So Leute, wir sind jetzt im Gym. Tut mir leid für die laute Musik, aber daran kann ich jetzt wohl nicht ändern. Auf jeden Fall, wir legen jetzt los direkt mit Bankdrücken. Aufgewärmt bin ich natürlich schon, außer jetzt natürlich in der Übung. Da mache ich jetzt noch Aufwärmsitze, aber ich lege jetzt los mit Bankdrücken. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can unseal. Key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel on the night. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. New York and your LA come together, feel the shock waves.
Leute, ne, die Kalorien von heute Morgen, ne, die schallern so komplett rein, Digga. Mir ist so warm, ne? Aber ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm. Nachher geht in auf die kalte Dusche, also. I just bought a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers. Pass that 808, that shit a dome shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. Well, fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat. While I fuck up, I make up. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings. Cause shawty, I know what you after. Okay, yeah. So Leute, letzte Übung jetzt, Kniebeuge an der Maschine da, wo das Handtuch hängt, und wir geben jetzt nochmal alles, because letzte Übung, leider genießen Beine bei mir, muss ich leider echt sagen, keine Priorität, aber ich habe es jetzt mittlerweile hinbekommen, die wenigstens 2 bis 3 Mal die Woche zu trainieren, und das ist schon gut für mich, weil ich hatte jetzt auch mal eine Zeit lang da, keine Ahnung, 4 bis 6 Monate gar keine Beine trainiert, also wir geben jetzt nochmal alles und werden hier aggressiv die Übung durchhasseln, verstehst du? And put 2 in your man if your man keep a looking. Act like a pussy, your panties get tooken. I'm not the type to go fuck with them niggas who stay on some fuck shit. Young and trapping out the bando, from the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay. Leute, mir ist gerade noch was richtig Beschissenes eingefallen. Ich hab einfach noch vergessen, Seitheben zu machen. Richtiger Rotzer, Alter. Muss ich jetzt natürlich eben noch machen, ne? So, Leute, wir haben es geschafft. Training ist vorbei und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal nach Hause. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, also we are back at home. Ey, wie ihr vielleicht gesehen habt, ne? Schönchen, ne? Der lässt sich einfach nicht gerne filmen. Ohne Scheiß, immer wenn ich versucht habe, ihn zu filmen oder so, dann ist er weggegangen oder so. Und jetzt gerade habt ihr gesehen, wo ich die Kamera auf den gehalten habe, wollte er gerade wieder weggehen. Und wo ich die Kamera weggehalten habe, hat er weitergegessen. So Leute, bevor ich mir jetzt gleich mein Mittagessen mache, ich habe ja noch ganz vergessen, euch die Kalorien vom Frühstück auf meiner Track-App zu zeigen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal eben, bevor ihr das gleich nicht mehr sehen könnt. So Leute, da seht ihr das. 1688 Kalorien. 54 Gramm Eiweiß, 121 Gramm Kohlenhydrate und natürlich die 73 Gramm Fett. Sind dann doch irgendwie 104 Gramm Fett geworden zum Frühstück, aber naja. Viel Fett hole ich jetzt über das Mittagessen auch nicht mehr rein, also passt das eigentlich schon. So Freunde, das sind jetzt die letzten Gains des Tages. Hier einmal eine fette Bowl und dann hier noch eine Banane, eine große. Und dann haben wir auch schon wieder alle 3000 Kalorien safe, 120 Gramm Eiweiß und bla 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 Kohlenhydrate. Ihr wisst, wie das Game läuft, Leute. Alles wieder gesaved, vegan und yes. Dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dem kleinen Vlog. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!